Guten Tag, vielen Dank für die Kommentare. Manche sind böse und manche fangen an, da in der Wunde zu stochen. Ich habe keine Mascara, Leute, ich habe kein Make-up, ich habe keine Maske, ich habe absolut nichts. Ich sehe immer so aus wie jetzt. Hier, manchmal kommt so ein graues Härchen raus, dann mache ich mir so kurz mit Mascara das alles und um meine Augen habe ich ein bisschen Puder. Ich kaufe mir so ein kleines Döschen für über 20 Euro, aber das ist meine Lieblingsfirma. Da mache ich mir ein bisschen dunkel, so wie Charlie Chaplin. Aber sonst sehe ich immer so aus. Ich komme von dunklen Eltern. Meine Mutter war dunkel, mein Vater war auch dunkel. Und deswegen sehe ich heute so aus. Aber ich benutze nichts, absolut nichts. Alles ist Natur. Alles sieht jeden Tag so aus. Natürlich benutze ich so eine bayerische Schnurrbartwichse, speziell aus Bayern. Und da mache ich mir hier diese Zipfelchen, damit das steht. Aber sonst benutze ich nichts. Alles ist Natur, nur Tagescreme. Ja, von DM, Budnikowski oder Rossmann oder wie die Firmen heißen. Ich benutze absolut nichts. Und ich sehe immer so aus. Weil, wie gesagt, Background sind dunkle Eltern. Aber ich sehe, dass viele Leute wollen mich so ein bisschen verändern und sagen, warum? Und das sieht so dunkel aus. Ich habe neulich eine Freundin gehabt hier zu Hause, sie ist 50. Sie hat gesagt, Marc, das sieht so theatralisch aus. Hallo, was heißt theatralisch? Ich sehe immer theatralisch aus. Ich mache nichts, ich sehe so aus. Das ist meine Natur. Und außerdem würde ich so ein bisschen wirken, so mysteriös und enigmatisch. Ich bin so eine Person. Und man soll das so den Leuten lassen, wie sie das wollen. Wenn ich euch die Bilder von Barbara Streisand zeige, gerade vorige Woche habe ich ein Bild von ihr gesehen. Sie ist 82. Sie sah aus wie eine Puppe, wie 30-Jährige. Da war nichts. Null. 0,0. Nur Puder oder was die da haben, Kleister im Gesicht. Und andere Leute wie Juliette Gréco oder Klaus Nomi oder da im Film Cabaret mit Liza Minnelli, der Mann hat auch so ausgesehen. Und das ist auch so mein Stil, so auszusehen. Hitchcock, Fellini haben diese Filme gemacht. Und wenn du 2 Minuten guckst, da weißt du, ah, das ist Hitchcock. Und das ist Fellini. So haben die Leute die Filme gemacht und das war ihr Stil und das ist auch mein Stil. Wie gesagt, Juliette Gréco war auch immer schwarz angezogen, Edith Piaf auch, also Aznavour hat auch immer so ausgesehen, nicht anderes. Das ist Stil von den Menschen. Ein paar Leute sagen zu mir, mach andere Videos. Was für Videos? Soll ich auf die Mönckebergstraße gehen oder in den Park? Und das ist doch lächerlich. Das will ich alles nicht. Ich will das so machen, dass die Leute Ruhe haben, weil man muss mich zuhören. Das ist nicht so einfach, alles zu verstehen. Und ich will das so ruhig haben in diesem Stil. Und ich will, dass das immer gleich aussieht. Ich will nicht in den Park gehen, wo mich Leute anquatschen, ansprechen und zuschauen und klatschen. Das will ich alles nicht. Ich will das so haben, wie ich mir das so entwickelt habe. Hitchcock hat auch seinen Stil gehabt. Und alle diese großen Sänger, ob das Barbara oder Jacques Brel oder Juliette Gréco oder François Hardy, alle haben einen Stil gehabt. Und die waren zu diesem Stil bis Ende des Lebens treu. Und ich will das auch so haben. Deswegen, ich höre mir das gerne zu, natürlich. Danke, danke, dass die Leute da ihre Bemerkungen machen. Aber ich möchte das, also ich bin bereit, wenn jemand sagt, ich würde nicht dunkelbraun nehmen, nehmen grau. Ich würde das sehr gerne ausprobieren, auf jeden Fall. Ich bin offen für Kritik, deswegen bedanke ich mich sehr, wenn die Leute mich dann nicht kritisieren und Bemerkungen machen. Aber ich will diesen Stil beibehalten. Ich weiß, ich habe eine Freundin, die ist auch Zwilling. Die kritisiert mich ständig, warum so viel Schmuck, das ist zu viel, das ist schon zu viel. Eine Kette reicht, warum so viele Ringe, bist du blöd oder was? Ein Ring würde reichen, aber nicht das alles. Das ist alles zu viel. Wozu? Du siehst aus wie ein Clown.
Das sagt meine Freundin, die Zwilling ist. Also die Menschen wollen immer einen verändern. Und das ist auch ein Problem von vielen Menschen, die mit Zwillingsfrau leben. Deswegen diese Leute schreiben da in den Foren und sagen, du bist noch eine sehr milde Bemerkung über die Zwillingsfrauen. Ich habe etwas anderes schon erlebt und ich bin am Boden zerstört. Und das war eine Tragödie, das ist nicht zu ertragen. Ich verstehe das alles. Ich weiß, Zwillingsfrau ist auch nicht so einfach. Das sind schon Vollstreckerinnen und Menschen, die naja, Herrschernatur nicht unbedingt, aber sie manipulieren die Menschen, so wie Hermes, Planet von den Zwillingen. Und sie wollen die Leute verändern, aber die machen das ein bisschen anders. Sie machen das nicht wie Steinbock. So und nicht anderes, sondern die manipulieren dich. Und deswegen ist es sehr schwierig, mit Zwillingsfrau zu leben, weil das ist schon ein hartes Leben. Ich kenne Leute, die Väter hatten und Mütter, die Zwillinge waren. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Diese perfide, versteckte Manipulation von den Zwillingsmann auch, aber auch von Frauen, die dich so verdrehen und aufhängen, dass du plötzlich Opferfigur bist am Ende und du kannst nicht mehr frei gehen. Du hast Ketten an den Füßen und du kannst dich nie mehr frei bewegen. Oft, wie gesagt, diese Beziehungen mit Zwillingsfrauen fangen an wie ein Märchen, aber enden alle in einem Käfig. Deswegen verstehe ich diese Männer, die mir da immer schreiben, dass sie am Boden zerstört sind. Und das Zwillingsfrau hat immer etwas auszusetzen. Das gefällt mir nicht. So viel Schmuck, warum das nicht? Das auch nicht. Und wozu das? Und was die Zwillinge dir auch sagen, verbal dich verletzen, wie ich schon gesagt habe. Nicht nur, dass sie sagen ganz hart ins Gesicht, du stinkst aus dem Mund. Oder du stinkst nach Schweiß. Was auch immer, was sie sagen. Das ist so verletzend, dass du plötzlich, wie ich gesagt habe, fühlst dich ohne Füße. Zwillinge Frau wirken sehr überdreht, nervös und hysterisch. Das ist natürlich die Polarität, weil die haben gleiche Bedürfnisse wie eine simple Frau. Die wollen auch Kinder und simple Frau zu Hause werden, aber dann kommt Intellekt. Und beides passt nicht gut zusammen. Schmetterling und Geist ist eine schwer zu lösende Aufgabe. Und deswegen sind diese Frauen selbst sehr unglücklich und übertragen Unglück, Drama und ihre Tragödien auf dich. Und deswegen machen die dich so fertig. Und deswegen du fühlst dich am Ende wie ein Gefangener. Du hast auch keine Luft mehr. Du wirst plötzlich am Ende asthmatisch. So wie die Frauen selbst. Aber für heute ist die Zeit um.